Hallo bei Marius Liegendose. Montagabend, 23 Uhr. Ich mache für euch noch eine kleine Nymphe. Und zwar diesmal eine Peacock-Nymphe. Ich habe eingespannt ein Fulling Mill Zechnymphhaken in der Größe 14. Darauf eine 2,8 mm große Tungstenperle. Die Fliege hat ein Hotbutt. Eingespannt in meinem Bobbin habe ich ein Floss in Hot Orange. Ich lege diesen vorne an. Gehe mit diesen bis in den Hakenbogen. Als Schwänzchen kommt wieder der altbekannte Coq de Leon zum Einsatz. Ich streife mir ein paar Fibern ab, bündel diese und binde diese hinten ein, auf Länge zurechtgestutzt, mit dem Floss mache ich jetzt eine kleine Verdickung hinten und gebe es nach vorne, schneide mir den Rest ab. Mit einem halben Schlag oder einem Wipfinish beende ich die Bindearbeit mit dem Floss. Als Arbeitsfaden benutze ich diesmal den Uni 8.0 in der Farbe Gelb. Ich setze diesen vorne an und gehe bis zum Butt. Als Körper kommt eine Fiber von einem Pfauenauge, hier in Gelb gefärbt, zum Einsatz. Ich habe mir bereits eine Fiber entnommen. Diese binde ich hinten ein und gehe über den gesamten Körper. Jetzt wickel ich schön eine neben die andere nach vorne, fange mir diese vorne ab. Der Rest wird knapp abgeschnitten. Als kleines Reizelement kommt zur Flügelscheide kommt nochmals ein Flat Dinsel in Normal Pearl zum Einsatz in der Größe Large. Dieser wird oben mittig eingesetzt mit ein paar Windungen fixiert. Jetzt habe ich keine kleine Packung mehr. Als Thorax benutze ich Squirrel SLF. Dieser wird auf den Faden normal aufgesponnen und einen schönen dicklichen Thorax gebildet. Anschließend klappe ich das Tinsel um und lege diesen feste mit drei Wicklungen hinter der Kopfperle ein. Schneide den Rest ab. Ich mag es, wenn man den Übergang noch ein bisschen überdeckt. Deswegen spinne ich noch mal ein klein wenig Dubbing auf. Mit einem Kopfknoten hinter Perle gezogen. Ne, ein bisschen zu fest gezogen, aber sitzt. Schneide ich den Rest ab. Und wenn ich mein Velcro finde, hier ist es, wird der Thorax noch ein bisschen ausgebürstet. Ich mag diesen wirklich richtig buschig. So, ein bisschen zurechtstutzen. Und fertig ist eine kleine, feine Peacock-Nymphe aus einem Pfauenfeder aus dem Auge entnommene Fibern.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbinden. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Euer Marco.